Hallihallo und herzlich willkommen zu Monster High. Aller Anfang ist schwer oder im Englischen New Ghoul in School. Ich habe das Spiel schon gespielt, es ist so um die 10 Stunden, was richtig gut ist. Und zwar, ja, das ist mein Speicherstand. Wir sind hier unten. Willkommen an der Monster High, ein Ort, an dem es wichtiger ist, wer du bist, als was du bist. Auf ein Monster wie dich haben wir schon lange gewartet. Hier kannst du entscheiden, was für ein Monster du sein möchtest. Okay, wir können eine Mumie sein, ein Seewesen, ein Skelett, ein Vampir, eine Wehrkatze, ein Werwolf, ein Zombie, ein Zyklop, ein Drache, ein Gargoyle, Frankenstein, ein Geist, eine Mumie und ich glaube, das hatten wir alles schon. Wir sind mal ein Skelett. Wenn ihr das wollt, dass ich das ändere, dann kann ich das natürlich im Spiel nach einer Weile noch ändern. Da werde ich euch dann fragen. Okay, da können wir andere Hauttöne haben. Wir nehmen Nummer 2. Okay, dann schauen wir mal, welches Outfit wir haben wollen. Wir nehmen das hier. Und wir können verschiedene Haare haben. Das ist vom Dracula, oder? Das wissen wir ja. Ach, wir können auch umdrehen. Okay. Da war ja, genau, das war ja unseres. Also eben am Anfang sieht man das ja. Und wir starten dann einfach mal mit dem hier. Und ja. Bist du mit der Anpassung deines Monsters fertig? Ja. Oh, klar. Namen. Okay, ich muss jetzt da ganz komisch. Kann man da E benutzen? Nein. Okay. Käsekuchen. Damit ich weiß, dass es Let's Play ist. Okay. Moment. Vielleicht können wir hier, okay, das wird jetzt okay. Okay, man kann da nicht groß machen. Moment, Kuruki. Ach, guck. Käsekuck. Okay. Ich mache einfach nur Kuruki dann. Okay. Enter. Speicherdaten. Dieses Spiel nutzt eine automatische Speicherfunktion. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Spiel gespeichert wird. Okay. Komm und entdecke die Hallen von Monster High. Okay, das ist der Schulhof. Oh, wir sehen ganz hübsch aus eigentlich. Das sind Monster High Points oder... Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ja. Willkommen auf der Monster High. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich finde es toll, wenn frisches Blut in die Schule kommt und es die Chance auf neue Freundschaften gibt. Ich weiß nicht, ob das die originalen Stimmen sind. Ich schaue Monster High in Englisch an. Also wenn das die originalen Stimmen sind, dann gebt mir Bescheid in den Kommentaren. Wenn nicht, dann ist das schade. Bevor ich es vergesse, vielleicht findest du das Update der neuen Version der iConnector Map praktisch. Sie hilft dir, dich auf dem Campus zurechtzufinden. Würdest du mir erklären, wie man die iConnector Map benutzt? Ja, bitte. Okay. Links, um deinen iCoffin heraufzubringen. A, um eine Option von den Menü zu wählen. Und B, um deinen iCoffin weggelegen. Okay, das ist jetzt nicht so gut übersetzt, aber wir wissen ja, was es bedeutet. Also iCoffin ist ein iSarg, was wahrscheinlich wie iPhone ist, nur halt in der Monster High Welt. Weißt du, weil du neu bist, solltest du vielleicht zum Büro gehen und dich bei Direktorin Bloodgood vorstellen. Zweifellos wirst du dich anmelden müssen. Ich habe den Standort des Büros auf deinen iConnector geladen. Beeil dich lieber. Du solltest Bloodgood nicht warten lassen. Sie könnte ihren Kopf verlieren. Okay. Wir sammeln diese Punkte kurz ein. Und natürlich werden wir mit allen Leuten sprechen.
Wie zum Beispiel, ich finde, die ist ja, also die hier ist ja total hübsch, ne? Sirena von Boo. Ich habe heute Abend Musikunterricht. Ich spiele die Gruselketten in B-Scharf. Okay. Bonita Femur. Das Monsterschülercafé ist ein gruseliger Ort. Ich meine, der Geruch vom Zombie-Buffet ist einfach grauenvoll. Ugh. Kann ich mir vorstellen. Ach, guck mal, das sieht aus wie Rainbow Dash. Nathan Roth. Oder Rot. Guck nach hinten, ein dreiköpfiger Affe. Haha, war ein Scherz. Okay, das ist irgendjemand anders. Damit können wir leider nicht reden. Nein, nein. Okay. Guck mal, die haben dasselbe Outfit an. Okay, dann gehen wir mal rein. Und was ich euch fragen wollte. Ach, können wir mit ihr reden? Moment. Ich glaube, ich habe einen Käfer verschluckt. Wie eklig. Das ist in der Tat sehr, sehr eklig. Okay, dann sind wir jetzt im Foyer. Oder in der Eintrittshalle. Ich weiß, dass wir hier... Ach, guck mal, da ist eine Flagge. Oder was ist das? Ja, eine Flagge. Eine Schulenflagge. Ectofruits. Tasty Ecto. Okay. Also ich glaube, wir können hier nur mit Charakteren reden, die auch in der TV-Show sind. Wie zum Beispiel Money. Ich glaube, ja, mit dem können wir reden. Money Chao, gefallen dir meine Hörner? Ich habe sie heute extra gründlich poliert. Ja, die sehen okay aus. Gil Weber, ich stehe total auf diese Jacke von Scorito Fermani, aber sie kostet etwa 20.000 Geistermünzen. Ach, das sind dann also diese Monster High Münzen, die ich Monster High Münzen nenne. Okay. Maulody und ich waren Cheerleader, wir haben es aufgegeben, weil Turnen interessanter ist. Ich glaube, das war nicht der Grund. Als Zwilling ist es echt schwer, individuell zu sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann springen wir mal hier drauf. Es ist etwas so, wie Wings Club war, aber nur etwas. Okay, dann können wir hier hin. Und wir müssen jetzt ja sowieso hier hoch. Ach, guck, da ist eine Spinne. Huch. Okay. Und hier ist Direktorin Bloodguard, mit der wir reden müssen. Ah, da bist du. Du musst das neue Monster sein. Ich bin Miss Bloodgood, die Direktorin der Monster High. Im Namen der Belegschaft und der Schüler heiße ich dich herzlich auf dem Campus willkommen. Für einen leichteren Einstieg in die Schule habe ich eine Schülerhelferin ausgewählt, um dich herumzuführen und dich ihren Freunden vorzustellen. Ihr Name ist Spectra Vondergeist und sie ist hier sehr beliebt. Du kennst sie vielleicht als Bloggerin für die Gruselgazette, falls du diese liest. Also, ich habe Spectras Aufenthaltsort auf deine iConnector-Karte geladen. Sie jagt sicher ihre nächste große Story. Wer weiß, die könntest du sein. Hoffe, du hast einen spektakulären ersten Tag. Okay, ich weiß nicht, warum die das eigentlich falsch übersetzen. Das ist unser iCoffin oder unser i... Ach, guck hier. Suche Spectra in der Bibliothek. Triff den Umweltclub. Okay, dann gehen wir doch erstmal dahin. Und dadurch, dass ich das Spiel schon gespielt habe, kenne ich mich etwas aus, was sehr helfen wird, dass wir uns hier überhaupt zurechtfinden. Wir sammeln natürlich so viele von denen... ach, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ich nenne sie jetzt einfach Monster High Coins. So viele wie möglich. Und dann sollten wir eigentlich okay sein, weil wir können ja neue Klamotten bestellen. Okay, Moment. Und hier hoch. Und dann hier rüber. Und ich hoffe, ich schaffe diesen Sprung. Huch, weil manchmal habe ich den nicht geschafft. Okay, wir können natürlich auch andere Frisuren auswählen und andere Kleider. Und wir können die kaufen mit diesen Punkten hier. Und das werden wir auch gleich machen. Aber wir gehen jetzt erst hier rüber. Ach, guck, da ist noch eine Spinne.
Die sollten wir vielleicht noch einsammeln. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man alles einsammelt, aber wir versuchen, alle zu finden. Okay, dann reden wir jetzt hier mal. Ah, Venus Mac Flytrap. Unheimlich cool. Deine Blume wächst wirklich schön. Iris Klops. Oder Iris Klops. Es ist jetzt nur ein Setzling, aber ich wette, sie wird unheimlich schön, wenn sie ausgewachsen ist. Gilda Goldstag. Ich bin sicher, es wird dir wachsen, aber meins wird von Anfang an begeistern. Das ist kein Wettbewerb, Monster. Außerdem haben wir keine weiteren Pflanzennahrung mehr. Gut, ich weiß genau, wo wir es finden. Bei meinem Tempo bin ich sicher schnell da. Die Pflanzen... Oh, wie heißt sie? Jane Bulite. Okay. Die Pflanzennahrung steht im Biologieraum. In Ordnung, Iris. Ich gebe dir sogar einen Vorsprung. Mir ist klar, dass du auf den Preis scharf bist, aber ich halte das für keine gute Idee. Du bist echt sauer und so dann passieren Unfälle. Entschuldige, Kuruki, kannst du die Pflanze aus dem Biologieraum holen, damit hier endlich Ruhe einkehrt? Entschuldige, ich bin beschäftigt. Nein, wir machen das natürlich. Na klar, Monster. Danke. Bitteschön. Okay, dann schauen wir jetzt mal auf unsere Map nach. Und zwar ist es hier unten. Okay. Wir können auch einfach hier dem Pfeil folgen. Aber manchmal hat es da, wie jetzt? Ja, schon hier rüber, oder? Manchmal hat es, Abkürzungen. Und wenn man die kennt, dann sollte man schneller an gewissen Orten sein. Okay, dann gehen wir hier hin. Wir können da übrigens unten nicht durch. Oder? Was macht sie denn jetzt? Ach, du willst mich da hochlocken. Okay, dann gehen wir hoch. Aber manche Sachen finde ich natürlich auch nicht. Und dann gehen wir hier rüber. Und hier rein. Okay, mit A, B suchen wir alles. Und dann wird uns auch angezeigt, wo wir hingehen müssen. Ach, guck hier. Und jetzt müssen wir nach oben. Dann gehen wir mal hier an der Leiter hoch. Und ich wollte dich fragen, welches ist denn euer Lieblings-Monster-High-Character? Oder Charakter, sorry. Ich glaube, meine sind Draculaura. Und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Skeletia, wenn ihr wisst, wen ich meine. Ich glaube, das sind soweit und so fort meine Lieblingscharaktere. Zumindest von was ich jetzt gesehen habe. Ziel erreicht, okay. Dann sind wir jetzt auch fertig und können runterspringen. Das sollte man natürlich im echten Leben nicht machen, da das ganz schlecht wäre. Moment, ich muss nur kurz was gucken. Okay, ich war nur kurz im Steam-Overlay. Da kann ich immer gucken, wie lange wir das schon spielen, damit wir nicht zu lange machen, weil sonst braucht es viel zu lange zum Hochladen. Und ja, ich habe gedacht, montags wäre das Spiel doch am besten, weil es mit Monster High anfängt. Oder mit M. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es gefällt euch so gut, wie es mir gefällt. Okay, wir gehen dann auf jeden Fall hier hin. Und ich werde natürlich mein Design nach Monster High verändern auf meinem Kanal, damit ihr auch wisst, dass ihr richtig seid. Und weil es mir natürlich gefällt. Okay. Gilda, da bist du. Oh, und Monster sei Dank, hast du die Speisepflanzen dabei? Warte mal kurz, das reicht ja nur für einen. Ah, Unkraut. Die ganze Situation entwickelt sich in einem Dorn in meinem Auge. Nun, ich werde nicht einfach wie eine Topfpflanze tatenlos herumstehen. Oh, Liebes, noch mehr Chaos. Kuruki, warum bestimmst du nicht, wer die Pflanzennahrung bekommt? Iris oder Gilda? Wir geben die mal zu Gilda. Danke, Kuruki. Ich freue mich schon drauf, dir zu zeigen, was ich zu bieten habe. Okay. Bevor sie noch mehr anrichtet, ne? Das Monster-Schüler-Café ist ein gruseliger Ort. Ich meine, der Geruch vom Zombie-Buffet ist einfach grauenvoll. Okay, das hatten wir schon. Ich habe letzte Nacht Venus gesehen. Haha, nicht das Monster, den Planeten. Ich liebe Sterneguckerei. Ah, sie sieht jetzt so traurig aus, aber ich habe einfach Angst, dass die da irgendwas anstellt, ne?
Okay, und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Episode von Monster High. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis dahin, eure Felicity.